im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer letzten Woche vor dieser Sommerpause, der diesjährigen Sommerpause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer montags eine freie und offene Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht, der heißt Tashina oder sie heißt Tashina. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, das ist richtig ausgesprochen. Tashina, guten Morgen. 18 Jahre bist du alt. Genau. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe folgendes Problem. Ich bin seit 2 Monaten mit einem Typen zusammen und ich will mich eigentlich von ihm trennen, aber ich traue mich nicht so ganz, weil er eben suizidgefährdet ist. Hat er schon irgendwelche Äußerungen gemacht, dass er sich das Leben nehmen würde wollen, wenn du ihn verlässt? Das hat er nicht gemacht, aber ich kenne ihn schon so seit 3 Jahren und ich habe das ja auch alles ein bisschen mitverfolgt und er ist ja auch ziemlich verliebt in mich und ich gehe davon aus, dass er es versuchen wird, wenn ich ihn verlasse. Du kennst ihn seit 3 Jahren? Ja. War das vorher so ein Bekannter oder gar Freund von dir? Ja, also ich habe ihn über meinen Ex-Freund kennengelernt und dann waren wir ziemlich gut befreundet, ja, und dann sind wir vor 2 Monaten zusammengekommen. Wie kam denn das, dass ihr zusammengekommen seid? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe durch ihn jemanden kennengelernt, dem habe ich Nachhilfe gegeben und dann habe ich aufgehört, weil dieser jemand sich eben in mich verliebt hatte und dann ist er eben so ein bisschen zum Stalker geworden und er hat mich bedroht und ihn bedroht und das schweißt zusammen und da erlebt man ja viel. Ach so. Und ja, auf jeden Fall. Aber das hat sich dann irgendwie so komisch ergeben. Genau. Das war nicht so, dass plötzlich dein Herz in Flammen stand und du dachtest, wow, er ist es. Nee, das auf keinen Fall. Definitiv nicht gedacht. Er erschien mir damals als die perfekte Lösung. Er erschien dir als die perfekte Lösung? Ja. Das klingt ja wiederum ganz gut, als die perfekte Lösung. Ja, weil er eben mir vor unserer Beziehung viele Sachen erzählt hat und wo ich es jetzt feststellen wusste, okay, er ist eigentlich doch nicht anders wie all die anderen Männer, die ich vorher hatte. Ja, was kritisierst du jetzt an ihm, dass du nach 2 Monaten schon... Also ich hatte ihm eigentlich ganz klar am Anfang gesagt, ja, ich möchte noch kein Geschlechtsverkehr in den ersten Monaten haben. Mhm. Und trotzdem hat er so angefangen, hat mich betatscht und so und ja... Mhm. Das fand ich natürlich nicht richtig. Dann habe ich ihm ein zweites Mal das gesagt und er hat trotzdem nicht damit aufgehört. Also. Und damit hat er schon bei dir verloren? Ja. Weil er wusste, dass du darauf Wert legst, dass du dir Zeit lassen möchtest? Ja, also ich habe ihm ganz klar meine Meinung gesagt. Ja, ja. Und die hat er nicht respektiert? Genau. Sonst noch irgendwas anderes, wo du denkst, na, der ist es doch nicht? Ja, also ich habe ihm einfach so vom Charakter her anders eingeschätzt, so die letzten 3 Jahre, vielleicht weil es auch nur eine Freundschaft war. Ja, was ist denn so der schlechteste Charakterzug, den du jetzt siehst? Ja, ich weiß nicht, er passt einfach so von seiner Haltung her zum Leben nicht zu mir. Wie ist denn seine Haltung? Ja, also ich sehe mein Leben anders, ich plane mein Leben anders als er und... Wie plant er sein Leben? Ja, also er will jetzt auf jeden Fall, also er arbeitet viel, er will jetzt zu meinem Ex-Freund ziehen, was natürlich auch nicht so toll ist für mich. Er hat andere Pläne für die Zukunft, ich möchte ins Ausland gehen, er möchte hier in Deutschland bleiben, ich möchte andere Sachen machen, die er von beruflicher Sicht, die zu seinen Ansichten nicht passen. Mhm. Also irgendwie, es passt gar nicht zueinander. Ja, so gesehen, ja. Jetzt hast du Angst, wenn du sagst, pass mal auf, Bursche, ich will mit dir nicht mehr zusammen sein. Ich habe mich getäuscht, dass der sich das Leben nimmt. Ist der denn so labil? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ja, also er ist ziemlich labil, weil er war schon so von Anfang an, ich wusste das auch, dass er von Anfang an in mich verliebt ist. Mhm. Aber ich habe da nie nachgegeben, ich bin da stur geblieben bis zu diesem Zeitpunkt.
Okay, das heißt ja noch nicht, dass jemand labil ist, wenn jemand heimlich verliebt ist. Also ich wusste, er ist in mich verliebt. Ja. Also ich wusste es und ich kenne ihn ja auch und ich weiß, wenn er verliebt ist und wirklich sehr doll verliebt ist. Er war schon vorher in jemanden verliebt, da habe ich mitgekriegt, er hat auch einen Selbstmordversuch gemacht, der nicht funktioniert hat. Mhm. Also er sucht sich dann jemanden aus und die ist es, die muss es dann auch sein und wenn die nicht ist, dann... Hast du ihm denn schon Andeutungen gemacht, dass du eigentlich nicht in dieser Beziehung bleiben möchtest? Ich habe ihm schon gesagt, ich werde drüber nachdenken. Ich weiß, also ich habe ihm schon so eine Andeutung gemacht. Ah, das heißt, die Alarmglocken schrillen. Ja, also wahrscheinlich er hat dann gesagt, er möchte eine Freundschaft direkt wieder mit mir anfangen, wo ich das auch nicht haben will. Du möchtest gar nichts mehr. Du bist eigentlich jetzt restlos enttäuscht von dem. Ja, enttäuscht nicht, aber ich habe mich einfach geirrt in ihm. Ja, du hast also keinen Bock mit dem auch nur befreundet ja, zu sein. Ja, weil er wird dann weiterhin in mich verliebt bleiben. Mhm. Und das. Weißt du, Tashina, das sind immer so Überlegungen, wenn jemand auch androht, sich das Leben zu nehmen, wenn er verlassen wird, ist das, finde ich, immer das Mieseste überhaupt, was man tun kann. Ja. In den meisten Fällen, es gibt da natürlich auch Ausnahmen, in den meisten Fällen ist das natürlich Bluff, um Druck auszuüben auf den anderen. In der Hoffnung, dass man dadurch was bewirken kann. Aber man bewirkt natürlich langfristig überhaupt nichts, sondern macht den Rest auch noch kaputt, der da ist. Ja. Jetzt als Betroffene in deinem Fall, finde ich, darf man sich nie von solchen Dingen lenken lassen. Man darf sich auch nicht erpressen lassen. Ich finde, dass man da seinen Weg gehen muss. Und wenn dein Weg ist, du empfindest nicht genug für ihn und du empfindest keine Liebe für ihn, dann musst du sagen und musst dich entsprechend auch verhalten. Ja. Wo sollte es sonst hinführen? Wenn du darauf Rücksicht nehmen würdest, dass er sich eventuell das Leben nehme, dann würdest du ein komplett verlogenes Leben wiederum selbst führen. Na, du kannst ja nicht ihm zuliebe, du kannst ja nicht aus Angst, dass er das tut, oder ihm zuliebe zusammen sein mit ihm. Das geht ja gar nicht. Ja. Stimmt eigentlich schon. Das geht nicht. Ja. Also muss man da schon dann ehrlich und klar sein. Natürlich verbindet man das mit der Hoffnung, dass der andere es nicht macht. Klar, natürlich. Ja. Also ich habe das auch schon öfters gehört, aber so gesehen, also mir wäre es egal, ob es verlogen wäre oder ob ich mich selbst belügen würde. Wie meinst du das? Ja, also... Was wäre dir egal, ob du dich selbst belügen würdest? Ja, also so gesehen, eigentlich möchte ich ja nichts von ihm, aber theoretisch könnte ich weiterhin diese Beziehung über Jahre lang weiterleben. Aber Tashina, was ist das denn für eine Basis? Wenn du sagst, du empfindest nichts für ihn, dann könntest du die Beziehung weiterleben? Was ist das denn? Ja. Dann wärst du aber unglücklich in deinem Herzen. Ich bin nicht unglücklich. Nee, du wärst dann aber unglücklich. Ja. Oder? Na, aber was reden wir denn die ganze Zeit? Du hast mir gerade gesagt, dass du eigentlich für diesen Mann nichts empfindest. Ja. So. Und dann sagst du, du könntest auch mit dem noch lange zusammen sein? Ja. Wie geht das zueinander? Also, da ich zurzeit sowieso keine Empfindungen habe, geht das ganz gut. Ach so, dann würdest du es einfach nur so eben herlaufen lassen. Ist... hundertprozentig nicht richtig, Tashina. Hundertprozentig. Für dich und dein Leben ist es falsch. Ja. Ja, hundertprozentig. Mach nur das, was dein Herz dir sagt. Und dein Herz sagt Nein zu dieser Beziehung. Ja, definitiv. Definitiv. So, das ist ein Satz. Das war jetzt der Satz. Definitiv. Und sag es ihm freundlich. Sag natürlich. Und damit muss er leben, wie wir alle damit leben müssen, wenn wir nicht zurückgeliebt werden. Was jeder von uns erlebt hat schon. Ja. Also ich würde dich ermutigen, die Wahrheit zu sagen und dich wahrheitsgemäß zu verhalten. Ja. Wenn du zu große Angst hast, dass der wirklich extrem labil ist, ja, würde ich dir gerne noch eine Adresse an die Hand geben von meiner Psychologin. Ja. Wo er Hilfe suchen könnte oder wo ihr vielleicht sogar zu dritt das Gespräch führen könntet, das Schlussgespräch quasi. Ja. Ne, also, machen wir mal gehen wir mal den ganz sicheren Weg. Okay. Da würde ich dich bitten aufzulegen und du wirst von der Simone nochmal zurückgerufen. Okay. Aber mach du dein Ding, das finde ich gut. Okay, in Ordnung. Alles Liebe.
Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist die letzte Sendewoche vor unserer Sommerpause. Und voriges Jahr haben wir vor der Sommerpause am Donnerstag etwas gemacht, was sehr, sehr gut gelaufen ist und was wir gerne wiederholen würden dieses Jahr, also diesen Donnerstag, jetzt diese Woche Donnerstag. Und zwar möchte ich gerne diesen Donnerstag mit Menschen sprechen, mit denen ich schon mal hier in dieser Sendung gesprochen habe. Vielleicht vor ein paar Wochen und Monaten, vielleicht aber auch vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und erzählt mir, wie es euch heute geht und wie eure Geschichte weitergegangen ist. Ich wäre daran sehr interessiert. Mich würde das sehr freuen, wenn ihr euch nochmal melden würdet und wir dann erneut miteinander sprechen könnten. Ihr könnt euch anmelden für diese Sendung am Donnerstag unter domian@wdr.de oder, das geht auch noch, das ist noch zu schaffen, ihr könnt auch schreiben und euch für ein Gespräch anmelden. Schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Ganz einfache Adresse, WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Diese Woche Donnerstag möchte ich gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal irgendwann in dieser Sendung gesprochen habe. Und ich frage euch, wie ist es weitergegangen? Wie ist eure Geschichte? Wie hat sich eure Geschichte weiterentwickelt? Wie geht es euch heute? Diese Woche Donnerstag. So, heute freie und offene Runde wie immer montags. Und ich bin verbunden mit dem Dirk. Und Dirk ist 30 Jahre alt. Hallo Dirk. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um einen schrecklichen Verlust. Ich habe gestern Morgen meine Hündin Cora aus Versehen, durch einen unglücklichen Zufall ist sie verstorben. Was ist passiert? Ich habe sie allein im Auto gelassen, ja, und habe die Leine dran gelassen. Und sie muss im Auto umhergesprungen sein und hat sich selbst erhängt. Die Leine hatte sich um den Handbremsgriff gewickelt und normalerweise, sie war schon öfter allein im Auto, mal beim Einkaufen und so. Mhm. Und sie ist also, normalerweise springt sie in der Mitte zwischen den Sitzen nach hinten. Sie hat immer ihren Platz hinterm Fahrersitz. Mhm. Und vielleicht war sie gestern Morgen zu warm oder so und sie muss nach vorne gehüpft sein in den Fußraum und wieder nach hinten und ist seitlich am Beifahrersitz vorbeigesprungen. Mhm. Und hat sich stranguliert. Hat sich stranguliert, ja. Das heißt, du kamst dann irgendwann zurück und hast deinen toten Hund im Auto gefunden. Ja. Richtig. Und meine Hündin, die war mein ein alles und sie hat so viel schwere Zeiten mit mir durchgemacht. Wie lange hattest du sie? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre, ja. Also ein ganz wichtiger Bezugspunkt in deinem Leben, der Hund. Der wichtigste. Der wichtigste sogar. Ja, das ist auf jeden Fall. Das heißt, du bist nicht in einer Beziehung, bist nicht verheiratet? Ich habe einen Freund seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr wieder. Ja. Und aber vorher, wir haben damals, also mein Ex-Freund und ich, wir hatten damals den Hund zusammengeholt. Mhm. Als er sich von mir getrennt hat, hat er mir halt die Verantwortung und die Hündin überlassen und die Cora. Und ich sollte mich halt um sie kümmern. Und ich hab ihr versprochen, dass ich mich um sie kümmern, auf sie aufpasse. Und Wie kam es überhaupt, dass der Hund in dem Wagen eine Leine anhatte? Meine Idiotie, meine Bequemlichkeit. Sie springt rein, setzt sich nach hinten, ach so, und werft dann die Leine nach hinten auf den auf den Sitz. Ich habe auch einen Autoanschnallgurt extra für den Hund, wenn ich längere Strecken fahre. Mhm. Und ich bin nur kurz zu einem Freund gefahren, um den zu besuchen. Wie lange war sie denn alleine im Auto? Ungefähr 90 Minuten. 90 Minuten. Gestern? Gestern Morgen, ja. Ja. Hattest du denn genügend Luft, dafür gesorgt, dass genügend Luft in das Auto kommt? Ich denke, dass bei 1,5 Stunden normalerweise genügend Luft. Ich habe kein Fenster aufgelassen. Kein Fenster aufgelassen? Nein, aber soweit ich mich erinnere, war es gestern sehr heiß, ne? Ich habe gestern Morgen, ich habe die Klimaanlage hier laufen gehabt, als ich angehalten habe. Und normalerweise hätte ich den Hund ja auch früher aus dem Auto geholt. Ich war nur mit einem Freund beschäftigt. Wir haben mal zusammen gearbeitet und ich habe einfach die Zeit verschätzt. Ja, also Dirk, ich habe selbst keinen Hund. Ich mag Hunde aber sehr gerne. Ja. Wenn ich das manchmal so sehe auf den Straßen, wenn Hunde in Autos sind und die Leute haben nicht ein bisschen die Scheibe runtergedreht, bin ich immer ganz wütend und entsetzt.
Warum nicht? So ein Tier braucht doch auch Luft und da muss da Sauerstoff reinfließen, vor allen Dingen an warmen Sommertagen. Mein Freund, dem das Auto gehört, der hat Riesenangst, der geht auch fünfmal nochmal ins Auto und guckt, ob auch alles zu ist und so weiter. Und ich habe das Auto halt abgeschlossen und ich wollte auch nicht, dass irgendjemand jetzt einbricht. Ich war in einer neuen Gegend, die ich nicht kannte. Das ist schon ein großes Versäumnis, finde ich. Es hätte nie passieren dürfen. Es hätte so nie passieren dürfen. Mhm. Was hast du denn gemacht? Du kamst da hin, stell dich mir furchtbar vor, der Hund ist erhängt quasi durch sich selbst. Was hast du getan? Wir sind ins Auto, ich bin hoch, wollte nach dem Hund schauen und Anton sagt, wo ist denn der Hund? Also der Freund von mir. Mhm. Und ich sage, sie sitzt im Auto, sitzt bestimmt vorne. Ich habe sie nicht gesehen, weil normalerweise guckt sie dann immer gleich raus, die hört mich ja kommen. Mhm. Und sie sitzt bestimmt vorne im Fußraum. Und ich bin vor ins Auto und habe geguckt und der Kopf war ja zwischen Beifahrersitz und Beifahrertür so eingeklemmt. Mhm. Und sie hatte noch die Pfote im Halsband drin, also um das Halsband loszukriegen. Mhm. Und es war schrecklich, diese verdrehten Augen. Und was hast du dann gemacht? Ja, aufgeschlossen, sofort die Leine ab, den Hund herausgenommen. Ich habe sie versucht zu beatmen. Ich habe auf ihr gepumpt, als ob ich einen Menschen versuche wieder zu beleben. Und sie war schon teilweise etwas steif. Und warum hast du den Hund eigentlich nicht mit in die Wohnung zu deinem Freund genommen? Der ist Inder und es ging darum, dass der ist Inder? Er ist erstens Inder. Ich wusste nicht, ob ich da einen Hund mit reinnehmen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Türken oder bei Moslems, dass Hunde da nicht willkommen sind. Denn ich wusste nicht, wie das bei Indern ist. Ich hatte ihn vorher nicht gefragt und außerdem wollten wir in sein privates Tonstudio, also so ein kleines Tonstudio und da habe ich gedacht, mit den Geräten den Hund da gleich mit reinnehmen, erstmal fragen. Mhm. Ja. Aber du hattest ihn dann auch nicht gefragt, ne? Ich hatte ihn noch nicht gefragt gehabt, nein. Und als du in das zu ihm gekommen bist, hast du ihn auch nicht gefragt, kann ich einen Hund noch holen? Es ist ein schreckliches Versäumnis und ich bereue das. Und es macht zwar den Hund nicht wieder lebendig, aber es ist einfach schrecklich, was passiert. Ich komme mit dieser Schuld auch nicht ganz klar. Ja, es kann wirklich sein. Wenn man da, du hast es ja gerade schon angedeutet, vielleicht war ihr wirklich zu heiß in dem Auto. Und sie hat noch Luft geschnappt und ist deshalb rumgesprungen. Und da sind wir wieder bei dem nicht geöffneten Fenster. Ja. Mhm. Was ist denn da mit deinem Freund los? Dass der hat Angst, das Auto wird geklaut, wenn so ein ganz kleiner Spalt oben auf ist, dass Luft reinkommt. Und wenn da auch noch ein Hund im Auto ist. Das ist meine Annahme. Das war nie, wir waren auch mal einkaufen und es ist ja einiges an Sauerstoff da. Und normalerweise ist es ja nicht so lange, dass der Hund alleine ist. Und wir haben auch zu zweit schon eingekauft und den Hund kurz im Auto gelassen. Normalerweise, wenn jetzt länger was ist, dass wir länger wegfahren, dann kann man den Konten Makoch auch zu Hause lassen. Mhm. Und was hast du dann mit dem toten Hund gestern gemacht? Ja, also Anton hat dann eine gute Freundin in der Nähe angerufen. Ja. Und zu der sind wir dann gefahren. Er hat mir Geleitschutz gegeben, dass ich keinen Unfall baue, weil ich völlig aufgelöst war und wir haben den Hund in Decken gewickelt und in den Kofferraum gelegt erst und sind dann zu Freunden gefahren, die ein Haus haben. Und dann haben die Freunde noch meine anderen Freunde angerufen, meinen Freund, meinen festen Partner abgeholt hier in Köln. Und es waren auch nur 3 Stunden hat das gedauert. In der Zeit haben wir alle zusammen einen schönen Platz im Garten gesucht und bei denen und haben sie gestern Abend dann bei dem Unwetter beerdigt. Der hat noch die Spielzeuge mitgebracht. Die haben wir noch mit beerdigt. Und da hat sie jetzt einen schönen Platz. Das ist, wenn man einen Hund liebt, sehr schlimm. Das ist sehr schlimm, das glaube ich. Und wenn man dann auch noch in gewisser Weise schuld dran ist, das bist du, dann ist es natürlich noch schlimmer. Ja. Das kann man nicht wieder gut machen. Es ist ein Teil von mir gewesen. Jeder, der mich kennt, das kennen so viele, diesen Hund, meine ganzen Freunde und Bekannten. Das ist, die kennen mich nicht ohne Hunden, die kennen Cora nicht ohne mich, also meine Hündin. Und die wissen alle, wie sehr meine Hündin an mir hing und ich an ihr. Und sie hat mir das Leben gerettet schon. Nach der Trennung von meinem Ex-Freund habe ich auch versucht, mich zu töten und konnte es nicht, weil sie da war. Und
weil ich für sie da sein musste. Aber entschuldige, wenn ich das dann doch nochmal sage. Wenn man so sehr so ein Tier liebt, dann ist man doch eigentlich immer darum bemüht, das Tier zu schützen und das Tier dem Tier so schön wie möglich zu machen. Das ist richtig. Und das weiß jeder, dass der Hund wirklich mein ein alles war und ich mich immer um den Hund gekümmert habe und es tausendmal dafür gesorgt habe, dass er, wenn ich länger weg war, bei Freunden unterkam oder sonst irgendwas. Mhm. Die hatten ein eigenes Bett bekommen. Was sagt dein Freund? Der ist auch völlig fertig. Er hat natürlich, wir wohnen jetzt 6 Monate zusammen, ja. Und er hat natürlich diesen Hund auch ins Herz geschlossen. Mhm. Und das erste Telefonat oder die ersten 3 Telefonate, nachdem es passiert war, er hat mich nur angeschrien. Er hat mich zusammengeschissen ohne Ende. Mhm. Er hat sich jetzt zwar dafür entschuldigt, aber er ist auch fix und fertig. Er war heute bei seinem Hausarzt und hat noch ein Beruhigungsmittel sich verschreiben lassen. Ja. Hast du sowas auch irgendwie? Ich bin nicht krankenversichert. Ich habe jetzt von ihm eine Tablette bekommen. Ja. Du bist nicht krankenversichert? Ja, für mich ist in meinem Leben einiges schlecht gelaufen und ich habe, das war jetzt der zweite große Fehler, ich habe vor 1,5 Wochen meine Wohnung verloren. Oh, jetzt kommen aber ganz viele neue Themen. Ja, du hast ja eine Wohnung verloren. Der Kollege hat gesagt, ich soll mich auf ein Thema beschränken und es ist in meinem Leben gerade, ich habe alles zerstört in meinem Leben. Es läuft ganz viel, ganz schief. Ja. Warum bist du nicht krankenversichert? Ich bin seit an Weihnachten hier zu meinem Freund gefahren und bin bei ihm geblieben. Ich hatte vorher Arbeitslosengeld 2 bezogen und bin dann nicht nach Hause gefahren, habe nicht die Einladung vom Amt bekommen. Und die haben mir dann das Geld gesperrt und auch das Wohngeld. Ja. Und ich bin also nicht mehr zum Amt hin und habe dadurch halt... Das ist ein Versäumnis deinerseits. Ja. Mhm. Das heißt, du arbeitest auch nicht irgendwie? Nein. Gar nicht. Hast du irgendwas gelernt? Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Seit wann bist du arbeitslos schon? War selbstständig 2 Jahre zwischendrin bis 2005 und habe dann immer wieder Teilzeit- oder 400-Euro-Jobs gemacht. Mhm. Und weil ich die Miete sonst auch nicht hätte bezahlen können, weil ich noch einen Teil vom Geld dabei getragen habe müssen. Ich höre schon. Das heißt also, diese Tragödie mit dem Hund ist quasi so der I-Punkt auf alles andere noch drauf, was schon geschehen ist. In Anbetracht dessen, dass es dir generell auch, was viele andere Dinge betrifft, sehr schlecht geht und du offensichtlich äußerst in der Luft hängst, möchte ich dir sehr gerne anbieten, dass wir dich nochmal zurückrufen. Und dann können wir im Hintergrund mal auch noch über die anderen Dinge etwas eingehender sprechen und vielleicht auch ein paar Ideen entwickeln, was man tun könnte. Ja. Ja? Ja. Dann machen wir das so, lieber Dirk. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch sagen, was wir morgen. Morgen ist ja Dienstag und da ist ja auch wieder Themennacht, was wir morgen am Dienstag machen. Morgen heißt unser Thema erfolgreich, aber unglücklich. Ich bin ja davon überzeugt, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die äußerlich prächtig dastehen, die reich sind, die ein tolles Auto fahren, die vielleicht äußerlich nach außen betrachtet eine tolle Beziehung haben, ein tolles Haus haben oder weiß ich was alles, einen tollen Beruf, aber die tief in ihrem Herzen sehr, sehr unglücklich sind. Ich möchte gerne morgen mit Menschen sprechen, die erfolgreich, aber unglücklich sind. Und so heißt auch unser Thema morgen, erfolgreich, aber unglücklich. Ich würde sehr gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel im Beruf extrem Erfolg haben, aber privat einsam, krank oder einfach sehr traurig sind. Oder dann auch gerne mit Leuten, die eigentlich einen ganz anderen Lebenstraum haben oder hatten oder immer noch haben. So in ihrer Welt sehr erfolgreich sind, in der sie jetzt leben, aber auch im tiefen Inneren würden sie am liebsten was ganz anderes machen. Vielleicht nicht gerade der Top-Manager bei einer Bank sein, sondern Hirte. Ich übertreibe es jetzt mal. Aber vielleicht so in die Richtung, aber sich selbst nicht trauen, aufgrund gesellschaftlicher, familiärer Zwänge, den Traum zu verwirklichen. Also erfolgreich, aber unglücklich. So heißt unser Thema morgen. Ich möchte gerne mit erfolgreichen Menschen sprechen, die aber
sagen, da liegt ein großer Schatten auf meinem Erfolg. So, Karin ist hier. Karin ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen. Karin, um was geht's bei dir? Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe vor 2 Jahren einen Mann durch eine Zeitung kennengelernt, ist Witwer. Ja. Und die Frau ist jetzt 5 Jahre tot. Und dann ruft er mal alle paar Monate an, kommst du hier hin und so. Und ich mache das dann auch. Und dann bleibe ich da ein paar Stunden oder bleib auch mal über Nacht. Aber sexuell ist da gar nichts drin. Mhm. Wie weit wohnt ihr auseinander? Mit dem Bus Viertelstunde. Ach so, na, das ist ja nun gar nichts. Ja. Kann man ja fast zu Fuß gehen. Ja, normalerweise. Normalerweise. Ja. Und wie alt ist der Mann? Auch 64. Auch 64. Ich bin jetzt 65. Und der macht mir immer wieder Hoffnungen. Und wenn ich denn da bin, ach nee, sagte ich, kann mich nicht von meiner Erika lösen. Und stellt dann auch die Bilder weg, wenn ich komme von ihr. Und aber die stehen sonst immer da. Stehen sonst immer da. Würden dich die Bilder stören? Warum machst du das? Ich sag, mich stören die Bilder nicht. Nee, das kann ich nicht. Und dann ist sie mit mir am Grab gewesen bei seiner verstorbenen Frau und hat dann gesagt, ja, ich möchte mit dir zusammenbleiben. Wir ziehen zusammen und alles. Er macht mir also immer wieder Hoffnung. Und jetzt habe ich mich auch, ich war im Krankenhaus und dann konnte ich mich nicht melden und dann rief er an, habe ich dir irgendwas getan und so. Ich sag nee, ich war im Krankenhaus. Ja, warum hat man mir nicht Bescheid gesagt und so. Mhm. Nun muss ich allerdings dazu sagen, ich bin Mutter von 9 Kindern. Oh, mittlerweile nur 8. Respekt. Meine Tochter ist vor 12 Jahren an Hirntumor verstorben, meine Älteste. Also, dann sagte ich immer, ja, deine Kinder könnten ja mal Probleme machen und meine Kinder, die halten sich aus meinem Leben raus. Ich weiß nicht, was das soll. Also der hält dich so 2 Jahre hin, kann man sagen, ne? Ja. Voriges Jahr hat er mich angerufen, kommst du hier hin? Ich habe dich für einen Urlaub angemeldet. Wir fahren nach dem Bayerischen Wald. Habt ihr das gemacht? Ach, im Leben nicht. Nix. Also da passiert eigentlich gar nicht viel. Nein. Du fährst da mal hin und bleibst vielleicht mal eine Nacht. Ja. Aber sexuell läuft auch nichts. Nein. Schlaft ihr denn zumindest dann gemeinsam in einem Ehebett? Ja, das schon. Das schon. Gibt es denn so Zärtlichkeiten? Gar nichts. Zärtlichkeiten auch nicht? Ein bisschen kuscheln? Gar nichts? Nein. Also ihr liegt da wie Bruder und Schwester? Ja. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Du würdest wollen? Ja, klar. Du würdest wollen. Ich habe auch versucht, mal mit ihm zu kuscheln. Ne? Das lehnt er alles ab. Ja. Er kann sich einfach nicht von seiner Erika lösen. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Dass er so sehr. Du sagst, 5 Jahre ist die Ehefrau tot. Ja, und ich habe gesagt, dann geh doch mal zum Psychiater. Ich sag, du musst doch mal irgendwie darüber wegkommen. Ich sag, ich bin auch über den Tod meines Mannes damals schwer hinweggekommen. Aber ich sag, irgendwann muss man sich doch mal lösen. Ja, wie lange ist dein Mann schon tot? Kann man machen, aber ich bin ja nicht bekloppt, sagt er denn, und ich bin auch nicht verrückt. Nee, ich sag, aber du musst doch mal irgendwas machen. Ja. Merkt, wenn du mit mir zusammen sagst. Merkt er denn, Karin, merkt er denn, dass du schon damit sehr unzufrieden bist mit der Situation? Ich glaube gar nicht. Das will der auch irgendwie gar nicht mehr. Dann musst du es ihm mehr zeigen. Ich finde, dass du da schon sehr, sehr gut rangegangen bist. Du sagst ihm, lass doch die Bilder stehen. Das finde ich auch richtig. Das ist ja ein Teil seines Lebens. Ja, eben. Du gehst mit ihm zum Grab. Das finde ich auch sehr nett. Das gehört ja auch dazu. Ja. So, wenn er sich jetzt schon auf einen neuen Menschen eingelassen hat, ein bisschen auf dich. Er hat ja immerhin sich gemeldet, ne? Ja. Oder hast du dich gemeldet auf die Anzeige? Ja, ich habe mich gemeldet. Du hast ja, gut, aber er hat eine Anzeige aufgegeben. Er hatte die Anzeige aufgegeben. So, dann waren wir an diesem Tag, waren wir schön essen. Und genau. Also das hatte ich, genau. So, ich finde, dass du da alles schon sehr nett und freundlich bisher gemacht hast. Aber 2 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Ja, würde ich sagen. Finde ich ja. Und er muss dann auch kapieren, dass er sich nicht richtig verhält. Und das heißt, du müsstest ihm da ein bisschen das klarer sagen. Ja, ich habe ihm das schon mal ganz klar und deutlich gesagt. Ja, dann war er ein bisschen beleidigt und dann hat er auch, wie gesagt, 2 Monate nicht angerufen. Und dann aus heiterem Himmel ruft er mich an. Sonntagnachmittag sagt er also, Karin, tu mir einen Gefallen, ruf hier nicht mehr an. Ich habe hier eine Frau kennengelernt und die habe ich jetzt mal zum Kaffee eingeladen. Ach. Was da draus wird, ich sage,
Ja, und nu, was ist mit der Frau? Ja, das hat auch nichts gegeben. Ach, hat sich zwischendurch dann mal eine andere. Ja, ja. Angela. Was empfindest du denn für diesen Mann? Ich empfinde sehr viel für diesen Mann. Du würdest fast sagen, dass du da schon etwas verliebt bist. Ja. Ja. Mhm. Er hat eine riesengroße Wohnung, dann sagte ja, ich gebe die Wohnung auf, ich suche mir eine kleinere Wohnung. Aber was mache ich denn mit meinen Möbeln? Ich sag, hör mal, ich sag, das ist doch Blödsinn, wenn du dir eine kleine Wohnung nimmst. Ja, dann sagte wieder, ja, dann können wir ja unser Geld zusammenlegen und all so ein Mist. Aber ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll. Also, für mich klingt das alles nicht gut. Nee. Nee, das klingt nicht gut. Und für mich klingt das auch respektlos, wie der sich dir gegenüber verhält. Ja, ich denke mal schon. Und dann sagt er erst, dann ruft er nicht an und dann sagt er wiederum, nachdem er dann doch angerufen hat, er hat eine neue Frau und dann hin und her und hü und haut rein in die Kartoffeln raus. Ja, ja. Ja. Hab auch keinen Bock mehr bald da mitzumachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für dich auch schon etwas demütigend ist. Ja, ist ne? Es auch. Weil er spielt mit dir. Ja. Ne? Er macht das alles so, wie er es irgendwie, wie ihm gerade zumute. Ja. Das heißt, er hat noch nichts mehr in die Waagschale geworfen, dass du das Gefühl hattest, okay, der meint es ernst, der bemüht sich. Noch nie, oder? Nein. Wenn ich da bin, ich koche für ihn, wir kochen zusammen und alles. Und dann sagt er immer toll und alles, aber das nutzt mir alles. Nee, ich sag mir das nochmal mit den Kindern. Was hat er für Sorgen, was deine Kinder betrifft? Ja. Dass die sich mal in mein Leben einmischen, dass die vielleicht nicht damit einverstanden sind. Ich sag, hör mal, ich sag, meine Kinder, die halten sich ganz aus meinem Leben raus. Ja, und so ist es auch. Ja, mhm. Eben. Der hat Angst, der ist vorsichtig, der kann sich nicht... Der hat irgendwie Angst vor Nähe und vor allem, ich weiß es. Ja, der taktiert vielleicht auch ein bisschen, dann gelingt es ihm nicht, in eine Distanz zu seiner verstorbenen Frau herzustellen, obwohl er eine Kontaktanzeige aufgegeben hat. Ja, ich würde es so, ich würde es Karin an seiner Stelle nicht mehr so auf diese Art und Weise lange mitmachen. Ich glaube, nach 2 Jahren hast du genügend gezeigt, dass du ihn nicht unter Druck setzen möchtest. Nein, ich habe auch gesagt, ich lasse dir auch Zeit. So, aber nur ist auch gut. Ja, nur ist auch gut. Also, man ist auch mal meine Geduld am Ende. Ja. Ach ja, du musst mich verstehen. Nee, aber irgendwann ist auch mal gut. Also du verstehst ihn, dass er natürlich große Trauer hat um seine Frau. Ist ja alles völlig alles in Ordnung. Alles normal. So, ich würde an der Stelle ihm klarer sagen, dass du mit der Situation nicht leben kannst. Ja. Und wenn sich nichts verändert, müsstest du, obwohl du ihn schon sehr gerne hast, dich zurückziehen. Ja. Und zwar solltest du dir dann überlegen, was habe ich denn eigentlich an dem gerne? Ja. So wie du mir das gerade geschildert hast, hat der dir noch nicht viel Gutes getan. Nee. So. Nee. So. Und ich hatte auch... Stell dir mal die Frage, was mag ich an dem? Ja, seine ganze Art ist er ja liebenswert und alles, aber ich komme da einfach nicht... Ja, aber die ganze Art behandelt dich auch zum Beispiel nicht gut. Ja. Vielleicht ist es auch die Illusion, die man dann hat, wie man einen Menschen gerne sehen möchte. Ja, oder auch die Hoffnung, dass man endlich jemanden gefunden hat und dass man vielleicht dann doch wieder mal zueinander kommt. Dann muss man aber auch realistisch sein und irgendwann sich auch eingestehen, nee, es geht nicht, der ist es nicht. Ehe ich mich jetzt noch weiter demütige. Das denke ich mir auch. Ich hatte Anfang des Jahres ein Angebot, ich hätte nach Bremen ziehen können. Mhm. Und habe ihm das auch gesagt, ja, sagte, dann ziehe ich mit meiner Karin zusammen nach Bremen. Ja, tut sich aber nichts. Warum könntest du nach Bremen ziehen? Zu einem deiner Kinder, oder? Ich habe eine ehemalige Chefin wohnen und wir sind sehr, sehr gut in Kontakt. Wir kennen die Frau schon 6 Jahre. Ich bin auch schon oft in Bremen gewesen. Also wenn du jetzt neue Sachen in deinem Leben machen kannst, lass sie nicht abbremsen von diesem Mann. Ich glaube, das ist alles nicht gut. Ja. Sei härter, stell ihm auch durchaus ein Ultimatum, dass du so nicht leben kannst. Und wenn das alles nicht funktioniert, zieh dich zurück, Karin. Ja, gut. Und zieh vielleicht nach Bremen und mach da einen Neuanfang wieder. Ja. Ne? Irgendwann ist auch genug. Eben. So sehe ich's. Alles klar. Alles Liebe, Karin, und toi, toi, toi. Dankeschön.
mach weiter so. Deine Sendung gefällt mir sehr gut. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. So könnt ihr uns kostenfrei erreichen oder E-Mail ganz einfach domian@wdr.de. Entweder zu unserem Thema auch morgen könnt ihr euch schon anmelden. Das Thema morgen heißt erfolgreich, aber unglücklich. Oder wenn ihr euch schon mal anmelden möchtet für Donnerstag. Am Donnerstag möchte ich mit Leuten reden, mit denen ich schon mal vielleicht vor sehr, sehr langer Zeit gesprochen habe und frage euch, wie geht es euch heute und wie ist die Geschichte weitergegangen, über die wir damals miteinander gesprochen haben. Das ist unser Thema am Donnerstag. So, jetzt freue ich mich auf die Katrin. Und Katrin ist 27. Hallo. Hallo. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Bei mir ist es so, dass ich vor gut 2 Jahren jetzt einen Autounfall hatte mit Freunden zusammen. Also wir waren in München unten unterwegs zu einer Feier. Mhm. Und sind an ein Stauende gekommen und da ist eben dann von hinten in uns ein LKW reingerast mit der Folge, dass, also bei uns im Auto, wir waren zu 5 gesessen. Wo saßt du denn? Warst du hinten auf der Rückbank? Nein, ich war der Beifahrer. Der Beifahrer, mhm. Mit einem Toten bei uns im Auto mit drin. Das ist ja immer ganz furchtbar, wenn diese Lastwagen nicht abbremsen können wollen, wenn sie es nicht tun und auf ein Stauende rauffahren. Genau, und das, was mich eigentlich bei der ganzen Sache am meisten beschäftigt, ist eben, dass dieser junge Mann, der eben dabei ums Leben gekommen ist, war mein Verlobter. Das war dein Verlobter. War dein Verlobter der Fahrer oder saß er hinten? Er saß hinten. Ja. Ja. Und die anderen, sind die, und auch du, wie verletzt wart ihr? Der Fahrer hatte, also der Fahrer ist bis jetzt querschnittsgelähmt. Der ist querschnittsgelähmt. Mhm. Die anderen beiden, die hinten gesessen waren, hatten schwere Quetschungen und Prellungen. Mhm. Bei mir war es so, dass ich relativ rein vom körperlichen, also vom Bewegungsapparat relativ glimpflich davon gekommen bin. Mhm. Bei mir hat sich das Ganze eher aufs Trommelfell bezogen, dass das mir eben geplatzt war und das Trommelfell. Genau, dass ich eben ein gutes Jahr eben überhaupt nichts gehört habe, bis ich mir eben ein künstliches Trommelfell eingesetzt gehabt habe. Mhm. Und dein Verlobter, der ist bei dem Unfall verstorben? Ja, gleich noch an der Unfallstelle. Hast du das mit angesehen? Also, ich muss wohl bei Bewusstsein gewesen sein. Mhm. Wirklich bewusst mitgekriegt habe ich es nicht. Wirklich realisiert. Also, sie haben es mir ein paar Tage später gesagt. Und also, haben es mir eben mitgeteilt auf eine Art und Weise. Also, eben, es ging ja damals alles bloß über Schriftverkehr, weil ich mich ja anders noch nicht verständigen konnte. Warum? Weil ich eben nichts gehört habe. Ach so, ja, natürlich, ja. Stimmt, du hast recht, ja. Und. Also hat man dir, wie schrecklich, man hat dir aufgeschrieben, dass dein Verlobter tot ist. Genau. Aus Leben gekommen ist. Mhm. Muss man dazu sagen, also ich war dann in München auch im Krankenhaus und ich habe dann da ein relativ gutes Verhältnis zum Pfleger eben aufgebaut gehabt. Dann, das war auch derjenige, der mir das eben beigebracht hat. Mhm. Das ging dann damals so weit, dass er sich da dann eben, nachdem er es mir gesagt hat, nicht mal anders zu helfen gewusst hat, also dass er mir irgendwann mal eine Ohrfeige gegeben hat, weil ich einfach aus den Schreikrämpfen nicht mehr rausgekommen bin. Also da war ein ganz elementarer Schockzustand. Genau. Katrin, nun sind 2 Jahre vergangen. Wie siehst du das Ganze heute? Wie beispielsweise auch ist deine Trauer? Wie hat die sich entwickelt? Es hat
sehr lange gedauert, bis ich überhaupt mir selber gegenüber eingestehen konnte, dass er nicht mehr da ist. Mhm. Auch, dass ich, wenn irgendwie das Gespräch drauf gekommen ist, eben, dass es da diesen Unfall gegeben hat, habe ich sehr lange auch gesagt, es waren bloß 4 Leute im Auto gesessen. Mhm. Also ich habe sozusagen diese 5. Person, also mein Freund, hat ignoriert oder außen sehr lange sozusagen unterschlagen. Mhm, ja. Wie geht es dir denn gesundheitlich heute? Ich sollte eigentlich Hörgeräte tragen. Mhm. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Aber du kannst mich jetzt ganz normal verstehen. Ja, also Telefon ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ich war ja auch zwischen dem Unfall und der tatsächlichen Operation, wo ich das künstliche Trommelfell bekommen habe, war ich ja auch schon wieder daheim gewesen damals. Und mit der... Lass mich mal kurz was zwischen euch fragen. Ein künstliches Trommelfell bekommt man einoperiert. Aus was besteht dieses künstliche Trommelfell? Es ist eine Art Kunststoff. Mhm. Also etwas Synthetisches. Genau. Mhm. Genau. Hörst du jetzt so die Welt, die Stimmen, Musik, wie du früher gehört hast, oder klingt es irgendwie anders? Also es ist nicht mehr so wie früher. Mhm. Merkst du auch Probleme, wenn du dich selbst hörst, dass das irgendwie anders klingt als früher, wenn du selbst sprichst und dich hörst? Das eigentlich weniger. Es war bloß so, weil ich habe ja mein Sprachvermögen auch während der Taubheit nicht wirklich verloren. Aber ich merke, während wir beide uns unterhalten, dass du in manchen so Phasen des Sprechens ein bisschen langsamer wirst. Ja. Hat das damit auch, ist das eine Folgeerscheinung von dem Unfall? Ja, weil ich mit der Stimmbildung, also mit der Wortbildung im Allgemeinen eben während der Taubheit wahnsinnige Probleme gehört hat, weil eben dieses sich selber hören natürlich dann nicht mehr, man spürt zwar seine Stimme, aber man hört sie auch nicht mehr, wo ich dann eben wahnsinnige Probleme gehabt habe, Worte richtig rauszubringen, gerade so mit so Buchstaben wie D und T und E und K. Wie lange warst du denn insgesamt ganz taub? Es war ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr? Ich hatte das gerade so verstanden, dass das relativ schnell operiert wurde. Nein. Ein ganzes Jahr warst du taub? Ja. Aber da muss das ja ein unglaubliches Erlebnis für dich gewesen sein, als du dann nach der Operation wieder hören konntest. Es war sehr beängstigend. Hast du dich in der Stille wohlgefühlt? Ich habe mich reingelebt. Mhm. Ich habe mich daran gewöhnt. Und dadurch, dass ich ja dann mit der Zeit auch gelernt habe, mich mit anderen zu verständigen, also über die Gebärdensprache hat es nicht funktioniert, weil ich die nie wirklich richtig gelernt habe. Es ist ja eine komplette eigene Sprache. Du hast es wahrscheinlich auf anderen Mitteln versucht, dich durch Zeichen zu verständigen und durch Schreiben und so weiter. Also am Anfang bin ich immer mit meinem Block rumgelaufen. Mhm, Nach einer Zeit habe ich es gelernt, von den Lippen abzulesen. Mhm. Du sagtest du gerade, eigentlich müsstest du heute ein Hörgerät tragen, aber du möchtest das nicht. Warum musst du ein Hörgerät tragen? Ist das doch nicht so ganz perfekt? Also am Anfang war es so, dass sie eben gesagt haben, dass ich eben auch meine Umgebung besser wahrnehme, vor allem im Straßenverkehr, dass ich Gefahren besser wahrnehme. Mhm. Aber es ist einfach so, dass man, wenn man das Hörgerät trägt, ist es ja nicht nur, dass nicht nur die
die Stimmen oder die meinetwegen Autogeräusche oder sowas verstärkt werden. Alles wird verstärkt. Dadurch, wenn jetzt der Wind einfach vorbeifließt am Ohr. Also hast du wusch plötzlich dann. Genau, das hört man ja dann genauso. Und das war für mich so irritierend, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin ein Jahr lang komplett ohne Gehör zurechtgekommen. Mhm. Ich habe gelernt, mich auf so Gefahrensituationen einzustellen, dass ich sie eben einfach durch Blickfeld erkenne und habe dann gesagt, okay, das schaffe ich jetzt dann auch ohne. Ich könnte mir vorstellen, oder denke mir das erahnen, dass wenn man so einen Horrorunfall erlebt hat, der Verlobte stirbt dabei, man hat das Gehör für ein ganzes Jahr verloren, dass die Seele auch nicht unbeschadet ist. Hast du eine Traumatherapie, eine Therapie, irgendetwas dergleichen gemacht? Ich bin jetzt teilweise immer noch in der Therapie drin. Ah ja. Was bei mir sehr schlimm war und wo ich jetzt auch immer noch ein bisschen Probleme habe, ist, ich tue mich schwer, über Straßen zu gehen. Ich versuche es immer zu vermeiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir, ich lebe in der Nähe von Nürnberg, wenn ich dann in der Stadt bin dann und über eine Verkehrsstraße drüber muss, schaue ich immer, dass ich durch Unterführungen durchgehe, wo ich also nicht über Ampeln muss. Sag mal, weißt du, zu was der LKW-Fahrer verurteilt wurde? Nein, nicht hundertprozentig. Also der LKW-Fahrer hat vermutlich den Unfall überlebt, er ist nicht gestorben. Überlebt. Was ich genau weiß, ist, dass den seine Speditionsfirma zu einer wohl sehr hohen Geldstrafe verurteilt worden ist, was ihn er war weit über seine erlaubten Fahrzeiten drüber. Sie müssen immer gewisse Pausenzeiten einhalten. Aber du hast kein Schmerzensgeld bekommen. Ich habe Schmerzensgeld bekommen. Wie hoch, wenn ich fragen darf? Das war damals bei 2.500 Euro. Das ist ja ein Witz. Das ist ein Witz. Also es war so, dass meine kompletten Kosten, also die Krankenhauskosten, übernommen worden sind. Und eben dann 2.500 Euro, die ich für mich bekommen habe. Aber im Endeffekt, dieses Erlebnis, dass ich, das Ganze kann mir keiner nehmen. Natürlich nicht. Ja. Wo ich jetzt im Moment auch dann so weit bin, dass ich sage, ich möchte dieses Erlebnis auch gar nicht mehr missen. Weil es mir einfach auf eine gewisse Art und Weise hat es mir jetzt auch sehr viel gegeben. Könntest du das benennen, was es dir gegeben hat? Ist einfach dieses Verständnis dafür, was mit einem passiert, wenn einem was fehlt, was man normalerweise für selbstverständlich erachtet. Verstehe. So Sachen wie das Gehör oder auch das Augenlicht oder die Möglichkeit, gehen zu können. Ich glaube, Katrin, dass dieser schlimme Schmerz, der dir zugefügt worden ist durch den Unfall, hast du recht, du sagst was sehr Kluges. Ich verwende mal ein sehr pathetisches Wort, aber ich verwende es mal bewusst. Der hat dir auch eine gewisse Weisheit geschenkt. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Liebe Katrin, meine Zeit läuft ein bisschen weg. Ich freue mich sehr, dass du mich angerufen hast, dass du mir erzählt hast. Das war schon sehr beeindruckend, was du gesprochen hast. Das, was mir halt im Moment noch ein bisschen nachgeht, ist einfach, dadurch, dass mein Freund, mein Verlobter in München begraben ist, dass ich nicht wirklich regelmäßig zum Grab hingehen kann. Aber das ist was. Ich mache mal einen Vorschlag. Das vertiefen wir gleich im Hintergrund noch mal ein bisschen. Einverstanden? Ja. Dann würde ich mich jetzt hier schon mal von dir verabschieden. Ja. Wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Und wünsche dir auch, dass du vielleicht die Kraft hast, irgendwann dich auch wieder von Herzen zu verlieben zu können. Dankeschön. Das wünsche ich dir sehr. Liebe Katrin, du legst bitte auf und du wirst von uns zurückgerufen. Okay.
Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema erfolgreich, aber unglücklich. Ich möchte mit Menschen sprechen, die so in ihrem nach außen hin ein tolles Leben führen und eigentlich so nach üblichen Kriterien alles erreicht haben. Einen tollen Beruf haben, vielleicht tolles Auto, tolle Wohnung. Vielleicht auch nach außen hin eine glückliche Beziehung führen, nach außen hin, aber im Prinzip unglücklich sind. Vielleicht einsam sind, krank sind oder traurig sind. Erfolgreich, aber unglücklich. Oder die vielleicht auch nach außen hin ein sehr erfolgreiches Leben führen, aber tief im Inneren immer einen anderen Traum hatten, was sie eigentlich tun wollten, was vielleicht gesellschaftlich nicht so hoch angesehen ist, als das, was ihr jetzt zum Beispiel tut. Erfolgreich, aber unglücklich. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch natürlich schon per Mail anmelden, domian@wdr.de, oder morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Morgen ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet zu unserem Thema erfolgreich, aber unglücklich. Brigitte. Brigitte ist 47. Guten Morgen. Hallo Brigitte. Guten Morgen, Domian. Brigitte, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um meinen Ehemann. Ich bin seit 5 Jahren mit diesem Mann zusammen. Ja. Seit 3 Jahren sind wir jetzt verheiratet. Er ist 7 Jahre, knapp 8 Jahre jünger als ich. Mhm. Er ist Monteur und ich arbeite von zu Hause aus. Ich habe also, ich würde auch auf das Thema von morgen würde ich auch ganz gut passen. Mhm. Weil nach außen hin alles, ja, alles so eine Scheinwelt und innerlich bin ich, weil er eben Sachen macht, er telefoniert mit 0900er Nummern. Mhm. Er macht jetzt auch Webcam und also verheimlicht mir auch alles. Ich habe es aber jetzt alles mittlerweile entdeckt. Also er macht Webcam. Erklär es vielleicht kurz, was das ja, ist. Ja, so Webcam, also das sind so Sachen, da setzt er sich vor seinem PC und dann schaut er sich da Frauen an, die sich da vor der Webcam ausziehen und er macht es ja nicht, wenn er zu Hause ist. Er macht es ja nur immer, wenn er unterwegs ist. Ach so, und wie hast du das erfahren, dass er das unterwegs macht? Also ich bin dahinter gekommen, bin ich letztes Jahr, aber ich habe Rechnungen jetzt gefunden seit von 2005. Mhm. Und ich habe Telefonrechnungen von Vodafone, weil er das ja übers Handy gemacht hat, habe ich gefunden in seinem Zimmer, weil ich da lüften wollte. Und da bin ich vorbeigegangen und ja, so ein weiß ich nicht, so aus dem Augenwinkel habe ich so eine Rechnung gefunden von über 600 Euro. Ich habe gedacht, erst raus, Kaffee gekocht und dann denke ich, hallo, 600 Euro, so viel hast du doch gar nicht vertelefoniert. Also so oft hat er dich doch gar nicht angerufen. Und dann habe ich nachgeguckt und da ist ja so ein Einzelverbindungsnachweis. Ja, da sind ja die Nummern alle aufgeführt. Ja, ja. Und da habe ich das dann gesehen. Und dann hast du ihn angesprochen? Ja, natürlich. Ja. Ich habe kann ein Kollege gewesen sein, er war es nicht. Ach so, er streitet es ab. Und diese Webcam-Geschichten? Ja, streitet er auch ab. Er weiß nicht, wie die Seiten auf seinem PC kommen. Er weiß nicht, wer der Username ist, obwohl... Aber die Seiten auf dem PC, wie hast du die entdeckt? Ja, weil er so zu mir sagte, er hält mich wohl für blöd, dass ich mit dem PC wahrscheinlich nicht umgehen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... du hast ein bisschen geschnüffelt. Ja, nee, er sagte, du kannst gerne nachgucken, du wirst da nichts finden und so, bla bla bla. Und dann habe ich auch in seinen Ordnern nachgeguckt, ein paar Fotos habe ich gefunden, aber da mache ich mir ja nichts draus. Aber und dann habe ich eben in dem Verlauf nachgeschaut. Ja, klar. Und im Verlauf und sind die Seiten gespeichert. Ja, wie dumm ist er denn? Er sagt zu dir, du kannst nachgucken und er weiß doch dann, dass das... Ja, er hat mich aber wahrscheinlich nicht so für so klug gehalten, weil ich weiß normalerweise nur, wie ein Computer angeht und wie ein Computer aussieht. Ja, genau, die Brigitte, die kann einschalten, ausschalten, aber mehr auch nicht, ne? Ja, so ungefähr. Monteur ist er, sagst du. Ja, ja, wie lange ist er so weg im Monat? Ja, also er ist jetzt schon seit 8 Wochen wieder weg. Mhm. Er war jetzt mal für 2 Tage wieder da. Und das ist bei uns jetzt so eskaliert, dass ich jetzt gesagt habe, also okay, ich bin zwar in meinem Job, bin ich sehr erfolgreich, ich bin selbstständig, arbeite von zu Hause. Mhm. Und ich habe mir jetzt also eine Wohnung genommen, eine eigene Wohnung. Ich ziehe zurück, 300 Kilometer weiter weg wieder. Oh, dann sind ja aber schon die Entscheidung gefallen, ne? Quasi. Also bei mir ist die Entscheidung schon gefallen. Er ist jetzt noch irgendwie so, ja, er sagt eben, er macht es nicht mehr und bla bla bla, aber ich glaube, Herr Brigitte, das Vertrauen ist weg.
Das, so, sowas ist dann noch so die, der in Anführungszeichen krönende Abschluss, so Sachen, die du von ihm beschrieben hast mit dem Webcam und so. Da muss es doch vorher auch schon ein bisschen gekriselt haben zwischen euch beiden, oder? Nee, komischerweise eben nicht, Domian. Ich hab das, guck mal, wir kennen uns jetzt 5 Jahre. Mhm. Wir haben 300 Kilometer auseinander gewohnt. Ich bin nur am Wochenende zu ihm gefahren oder er zu mir gekommen. Ich habe ja in seiner Wohnung im Prinzip damals, wenn ich gekommen bin, da hat er das ja, er macht es ja auch nicht, wenn ich da bin. Nun könnte man ja mal sagen, ich sag jetzt mal so, als Mann, sage ich es mal, mein Gott, der Typ ist wochenlang unterwegs, lass ihn doch ein paar nackte Bilder angucken im Internet, solange er dir nicht fremd geht und solange er nicht eine heimliche Geliebte irgendwie nebenher hat. Ist ja auch richtig, bloß er hat sich jetzt auch bei Seiten angemeldet, die eben so einen Seitensprung und so alles so anbieten. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe schon eine Familientherapie angeboten, etc. pp. Mhm. Er sagt zwar, ja, können wir ja machen, aber letztendlich, wenn es denn soweit ist, habe keine Zeit. Stand der Dinge ist, dass er absolut abstreitet, so etwas irgendwie zu tun. Er sagt, ich bin das Schlimmste ist, treu und stehe zu dir. Genau, er sagt, ich bin seine Traumfrau etc. pp. Bei mir ist alles in Ordnung. Wie ist das denn, wenn er nach Hause kam, jetzt bist du ja dann bald weg, wenn ihr Sex miteinander hattet? Da haben wir ja schon seit 3 Monaten, fasst er mich ja nicht mehr an. Er hat ja immer eine Ausrede. Das letzte Mal, wo er gekommen ist, da hatte ich ihn dann so, so verführt auf meine Art. Ja, habe ich ihn in ein Schlafzimmer gezogen. Auf einmal steht er vor mir und sagt, ich kann nicht. Ich sage, was ist? Ich habe meinen Schwanz in der Arbeitshose, sagt er. Ich habe meinen Pullermatz aufgescheuert in der Arbeitshose. Ich sage, was hast du gemacht? Was ist das denn für eine Ausrede? Ich wollte es ihm nicht glauben. Ich sage, komm mit, jetzt gehen wir auf Toilette. Und dann hat er das tatsächlich, der hatte geblutet. Ach. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht, mir kommen gerade ganz wilde Spekulationen. Was der gemacht ich habe auch gesagt, ich sage, dein Arbeitgeber, der hat da dir wahrscheinlich Rasierklingen eingenäht in deine Arbeitshose. Was ist denn das für eine Ausrede? Er hat in der Arbeitshose sich seinen Penis aufgescheuert. Ja, genau. Was macht er als Monteur genau? Er arbeitet an Kernkraftwerken. Ja, Kernkraftwerken, das ist auch eher so die, wenn die feinere Arbeit. Ja, im Sommer haben die ja alle Stillstand und dann werden die Maschinen gewartet etc. pp. Und dann muss er mal dahin zur Baustelle, mal dahin zur Baustelle, mal dahin. Aber dass man sich da den Penis aufscheuert im Kernkraftwerk, könnte höchstens bei den Simpsons passieren, aber nicht im realen Leben. Aber das musst du dir mal vorstellen, mit solchen fadenscheinigen Ausreden. Oh weia. Denn aber du klingst schon irgendwie so ein bisschen abgeklärt, als hättest du die Sache schon abgehakt und du ziehst jetzt weg. Nee, abgehakt habe ich das noch nicht. Ich liebe ihn ja immer noch. Er weiß, dass du wegziehst. Ja, ich habe ja meine Möbel und so habe ich ja schon alle drüben. Die sind letzte Woche Mittwoch schon raus. Wie hat er denn auf diese Neuigkeit oder diese Entscheidung reagiert? Ja, er sagte mal so, ich habe immer nur gedroht damit, weißt du? Mhm. Und er glaubt es mir nicht. Ja gut, aber jetzt wird es ja wohl glauben, wenn die Möbel schon raus sind. Ja, er war ja letzte Woche war er ja da. Für 2 Tage ist er nach Hause gekommen, um zu sagen, dass er mich nur überraschen wollte. Aber ich denke mir mal, es war eine Kontrolle, um zu gucken, ob ich das tatsächlich wahrgemacht habe. Ja, was sagt er? Wie ist er drauf? Gar nichts. Er sagt nichts. Er sagt, er macht es nicht mehr und... Ja, aber er muss doch dann entsetzt sein. Er muss doch sagen, komm zurück, bleib hier. Und nein, er sagt, er liebt mich. Ich liebe dich, aber du kannst gehen. Nee, also er will nicht, dass ich gehe. Also aber er tut doch nicht viel dafür, dass du bleibst. Ja, eben. Und genau das ist der Punkt. Ich habe zu ihm nur gesagt, falsche Antwort. Mhm. Ich sage, du musst was tun. Ja, ich muss gar nichts mehr tun. Also, was ist jetzt dein Plan? Das ist schon umgesetzt. Du hast eine Wohnung, du ziehst weg. Ja, ich ziehe jetzt erstmal weg. Und dann... Ja, und dann muss ich gucken. Ich weiß nicht, erstmal muss das Vertrauen ja wieder aufgebaut werden. Eigentlich ist das ein ganz schlauer Plan, den du da eingefädelt hast. Nee, das ist kein Plan. Ich sag mal so, ich bin ja nun auch... Nein, kein Plan. Ich wollte es nicht despektierlich meinen. Also, Jüngste, weißt du? Ich habe ja nun auch schon meine Erfahrungen mit den Männern gemacht. Nee, ich meine, insofern finde ich das ganz gut, dass du gehst jetzt erstmal weg und dann ist eine gewisse Distanz da und dann kann man ja mal gucken, was da noch an wirklicher Liebe vorhanden ist und wie sich das... Also für dich ist das auch nicht jetzt die endgültige Entscheidung fürs Aus, sondern einen dicken Warnschuss für ihn, aber einen heftigen Warnschuss. Ja, genau. Finde ich sehr richtig. Brigitte, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Alles Liebe wünsche ich dir. Toi, toi, toi. Ich dir auch. Tschüss. Dann.
Tschüss. In der Technik Volker Thake und morgen heißt unser Thema erfolgreich, aber unglücklich. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen zu unserem Thema. Um 1 sind wir dann wieder hier. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Schöne gute Nacht, bis morgen.